Es gibt nicht wenige Kunstwerke, die in der Geschichte als obszön, blasphemisch oder so wie von den Nazis als entartet betitelt wurden und mehr noch, sie zu betrachten verboten wurde. Auch die Künstler waren durch ihr Schaffen einer Gefahr ausgesetzt. Heute ist das vermeintlich anders, doch auch gegenwärtig gibt es Kunstwerke wie dieses, das für Kritik und Aufruhr gesorgt hat. Ein spanischer Journalist und Geschäftsmann hat sich diesem und weiteren Artefakten angenommen und in den vergangenen 5 Jahren rund 200 von ihnen gesammelt. Allesamt waren aus anderen Ausstellungen verbannt oder denunziert worden. Ab sofort sind sie zu sehen in Barcelona. Christina Böker war für uns dort. Saddam Hussein in Form Aldehyd, zensiert aus Angst, Muslime zu beleidigen. Spaniens Ex-Diktator Franco im Kühlschrank, passte der Franco-Stiftung nicht. Donald Trump gezeichnet mit kleinem Geschlechtsteil. Die Künstlerin bekam Todesdrohungen. 3 von 200 Kunstwerken, die Tacho Benet für sein neues Museum in Barcelona gesammelt hat. Zunächst kaufte der Geschäftsmann Kunst einfach, weil sie ihm gefiel. Zu verbotenen Werken brachte ihn diese Installation, 30 Paar Stöckelschuhe auf muslimischen Gebetsteppichen. Unerwünscht in einer französischen Gemeinde kurz nach Charlie Hebdo, aus Angst vor Anschlägen, zum Leidwesen der Künstlerin. Ich wollte mit der Installation sagen, dass Frauen in der muslimischen Religion einen genauso heiligen Platz haben wie Männer. Und dass sie denselben Status und das Recht haben, ihre Religion so zu leben, wie sie wollen. Religion und Kunst, seit Jahrhunderten Quell von Zensur. Der spanische Künstler Goya zensierte diese Zeichnungen selbst, verkaufte sie nicht. Selbstschutz vor der Inquisition. Picasso, verboten von der russisch-orthodoxen Kirche, zu obszön für Minderjährige. Im Hier und Jetzt ist dieser Künstler im Clinch mit der katholischen Kirche. 242 echte Hostien stehen für ebenso viele Taten und ergeben das Wort Kinderschändung. Ich habe ein langes Gerichtsverfahren hinter mir. Meine Arbeit ist biografisch, sehr persönlich. Sie war an mehreren Orten ausgestellt. Es gab sehr viele Kontroversen. Jetzt hat sie hier eine Art Zuhause gefunden und ich kann mich erholen. Kunst verärgert auch Weltfirmen. Kunst provoziert, ist manchmal obszön und trifft nicht jeden Geschmack. Im Museum für verbotene Kunst geht es darum, das auszuhalten. Die Botschaft des Museums ist Toleranz. Zuallererst müssen wir die individuellen Rechte der Künstler respektieren und zweitens die Rechte der Menschen, die dieses Werk anschauen wollen. Das ist es, was dieses Museum tun will. Und irgendwie ist es damit auch ein Sieg über die Zensur. Eine halbnackte Frau trinkt, lutscht, isst eine Banane. Feministische Kunst zensiert in Warschau. Unter dem Hashtag Bananagate protestiert die Netzgemeinde. Das Werk kehrt ins Warschauer Museum zurück. Auch ein Sieg über die Zensur.